Wer kommt denn da unten? Du? Ach, ihr beide. Mit 36. Ich könnte mich halt allerhöchstens da vorbeischleichen. Wie bei Ash tatsächlich mal Magier? Ja, warum nicht? Sylvain als Dunkelritter und Wyvernlord. Das stelle ich mir aber auch richtig gut vor, tatsächlich. Oder Byleth mal in eine ganz ausgefallene Klassen packen, ne? Oh, ich habe bei Sylvain nie Lust, Magie zu leveln. Aber kann man natürlich auch machen. Annette als Cremory, klar. Ash als Assassine? Ja gut, warum nicht, ne? Aber ich mag irgendwie Wyvern nicht so gerne. Deswegen war das für mich so, weiß ich nicht. So, die Sache ist, ich könnte natürlich jetzt hier nochmal gucken, ob ich mit Byleth anlocken möchte, aber die haben halt 36, ne? Das sind halt schon 20 ungefähr, 19 glaube ich, mal 2. Dann wiederum bin ich eigentlich schnell genug, dass die mich nicht doppeln, also könnte man das schon machen. Gut, dass die beiden so viele Schritte jeweils gehen können. Ich könnte auch einen ausnocken, schon mal. Das wäre vielleicht auch schon mal ganz geil. Also ich glaube, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich vielleicht auch Byleth eine andere Klasse mal geben. Keine Ahnung, welche. Ich habe sie, glaube ich, bei meinem ersten Durchspielen auch mal bei Totenpriester gehabt, weil ich halt nicht wusste, dass sie eine eigene Klasse kriegt und deswegen halt auf Totenpriester hingearbeitet hatte von vornherein. Und hatte sie dann halt auch in der Klasse zwischendurch mal. Aber ich glaube, gerade so für den Stream wollte ich dann doch so ihre Standardklasse mal zeigen. Aber da kann man natürlich auch echt viel mitmachen. So. Huberts Meteor, ne? Die Sache ist... Huberts Meteor. Ich könnte den killen. Ja. Dann ist der schon mal weg. Der ist sowas von weg. Ich habe übrigens jedem versucht, ein passendes Bataillon auch zu geben. Dimitri hat halt den Löwenkorps oder so. Konstanz hat irgendwas mit Haus Nouvelle. Er hat halt Gaspard. Juri hat Drossels Diebe. Ich glaube, Sylvain hat tatsächlich Faldarius, weil ich das witzig fand, weil Sylvain und Felix so dicke sind irgendwie. Also ich habe schon versucht, denen immer so ein bisschen was Passendes zu geben. So, Juri und Annette. Wo muss ich Annette hinstellen, um da hinten den Dude zu treffen? Ich glaube, noch einen Schritt nach vorne, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und Juri könnte den... Juri hat 7 Schritte, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juri kommt da auch nicht so ganz weg. Und Annette hat auch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du hast aber nur 14 Verteidigung und du hast mehr. Das heißt, wir greifen mal hier an und verpieseln uns danach wieder. Diese Kurzhäuter. Könnte meinen, ich habe das Spiel irgendwie gehackt oder so. Oh, nice. Also hier seine Fesseln von Drumi sind auch so gut. So, und dann müsste ich ja hier hin. Wie weit kommen die da unten alle? Weil wenn ich mit Annette jetzt 7 Schritte gehe, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, dann kommt sie eventuell dran. 6, 7. Dann ist sie aber wieder hier, wird von dem getroffen. Und wird, glaube ich, auch von denen hier unten getroffen, was halt echt unlustig ist.
Jetzt steht natürlich Ash da oben. Das hätte ich mir immer vorher überlegen sollen. Mit 20 Verteidigung. Wie schnell bist du? Schnell. Das heißt, du bekommst hier 18 Schaden. Und hier nochmal 16. Also 20, 28, 34. Hast aber genug KP. Wir können aber auf jeden Fall Dimitri auch mal mit hier hinstellen. Wir können Sylvain mit hier hinstellen. Vielleicht ist hier auch mal irgendwer dumm genug, nicht Ash anzugreifen. Wir können hier auf jeden Fall noch mal sammeln. Thank you. Möchte das Spiel beschleunigen. Ach so, deshalb habe ich die ganzen Crits eingebaut. I see. Warum kommen die da plötzlich alle dran? Ach so, ja gut, wenn ich ihn da wegstelle, ne? 38. Aber überlebe ich halt auch so oder so eigentlich? Und es ist Felix, über den wir hier reden. Also ich habe mir das schon so ein bisschen ausgerechnet, wie lange das Projekt wohl noch so gehen wird. Weil wir natürlich jetzt mit der Eroberung der Hauptstadt einen ziemlichen Meilenstein hingelegt haben heute und dementsprechend natürlich so das nächste Ziel wahrscheinlich wieder ist, auf Enbar zuzulaufen. Deswegen ist es, denke ich, schon in greifbarer Nähe, dass wir so langsam aber sicher aufs Finale zulaufen. Und dementsprechend habe ich natürlich schon so ein bisschen geguckt, wie lange das ganze Projekt auch noch geht. Gerade weil es eben auch schon so ein langes Projekt ist, finde ich auch schon, dass es so langsam mal auch zum Ende dann kommen kann. Aber das Problem in Anführungszeichen ist natürlich dadurch, dass die ganzen Schlachten jetzt gerade gegen Ende super umfangreich sind. Und dann auch die Supports, die man gegebenenfalls hat und so, ne? Das zieht sich natürlich, dementsprechend da jetzt wirklich durchzuspeeden. Also ich glaube, da müsstest du schon echt so 5-6 Stunden Streams machen, um da wirklich mal ein, zwei Kapitel hinzukriegen, plus Supports, plus Sidequests, und das muss ja auch nicht unbedingt sein. Deswegen habe ich schon mal so ein bisschen geguckt, wie man das so am schlausten aufteilt, das, was jetzt noch so kommt. So dass man halt trotzdem eine gesunde Länge an Stream hatte, sag ich mal. So, die kommen beide jetzt hier hin. Die Sache ist, wenn ich da rein möchte, habe ich halt das Problem, dass Huberts Meteor gleich runterkommt. Das heißt, wir stellen mal alle Einheiten, die nicht ganz so gut austeilen können, ein bisschen nach hinten. Und gucken dann mal. Ich kann mich jetzt hier auf die Stacheln zum Glück draufstellen. Nee, also ich habe heute zwar schon so gedacht, wir haben ja um 16 Uhr schon angefangen, man kann heute ein bisschen ballern, aber wir haben ja auch gesehen, dass allein die Hauptmission halt schon anderthalb Stunden gedauert hat, dann das Erkunden und die Supports und so, ne, also das ist natürlich schon einiges. So. Und ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall abseits vom heutigen Stream noch zwei Streams dauern, bis wir durch sind. Weil selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich baller jetzt nach der heutigen Sidequest noch die nächste Hauptmission durch, das ändert an dem Plan, glaube ich, nichts. Also unabhängig davon, ob ich jetzt nach der Sidequest den Stream heute beende oder ob ich sage, ich mache die Hauptmission noch, ich glaube, ich werde so oder so noch zwei weitere Streams brauchen, um durchzukommen. Deswegen, ja, das wäre so der Plan. Dementsprechend na, diese Woche, dann nächste Woche noch ganz regulär. Und danach die Woche wäre so die Woche gewesen, wo ich gerne fertig gewesen wäre, weil da Splatoon 3 rauskommt. Aber dann, ja, beenden wir das halt einfach in der Woche, wenn alles klappt. Ne? Weil jetzt da irgendwie sich durchhetzen oder so, ist ja auch doof. So, jetzt ist nur noch der Kollege da. Ich würde dann aber, glaube ich, tatsächlich in der Formation jetzt hier erstmal noch kurz stehen bleiben. Ich denke auch, die Mission reicht für heute, ja. Wer kommt denn da jetzt noch dran? Ach, der Bogenritter, ne? Ist das der, der das vorhin schon mal versucht hat? Alternativ ist hier oben noch einer. Den können wir da anlocken. Wie viel Angriff hast du? 38, okay. Ich habe zwar nicht viel Verteidigung, aber dafür reicht's noch. So.
Nee, also wir haben ja jetzt schon so extremst viele Streams zu dem Projekt gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei Stream, keine Ahnung, 22 oder so? Weiß es nicht ganz genau. Deswegen, ich glaube, so langsam sind wir, glaube ich, alle ganz zufrieden damit, wenn das Projekt zu Ende geht und wieder Platz für Neues haben. Auch wenn es echt schwierig wird. Nicht schwierig, aber ungewohnt. Weil wir jetzt ja wirklich seit einem halben Jahr oder so an dem Projekt sitzen und das irgendwie so ein fester Bestandteil meiner Woche geworden ist. Und dann jetzt plötzlich so dieses Projekt und dieses Team und so dann nicht mehr zu haben. Es wird, glaube ich, oh, Verteidigung. Ich glaube, das wird erstmal eine Umstellung werden. Aber es ist, glaube ich, normal, wenn man wirklich lange an einem Spiel gesessen hat und dann fertig ist, dann ist es immer erstmal so eine kleine Leere, sag ich mal. Aber ich denke, es ist dann auch ganz gut, wenn da mal Platz für Neues ist. Aber wie gesagt, jetzt durchrennen oder irgendwie 10-Stunden-Streams zu machen, ist dann natürlich auch nicht so die beste Möglichkeit. So. Wir können den eben kurz mit Konstanz einmal grillen. Ey, meine Theorie ist übrigens, wenn ich jetzt so in den Chat gucke, dass Alex bei mehr Streams am Lurken ist, als ich wirklich vermute. Und nur aus seinem Loch kommt, aus seinem Xenoblade-Loch vermutlich. Wahrscheinlich bin ich gerade so die Hintergrundbeschallung beim Erkunden oder so, weil warum sollte sich Alex freiwillig Feierabend angucken, ich bitte euch. Aber Alex kommt nur so aus seinem Loch raus, wenn er die Chance wittert, Hollow Knight als Streamprojekt vorzuschlagen. Das ist meine Theorie dahinter. Wir stehen hier gerade eigentlich immer noch ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Thank you. Dedu und Sylvain sind halt einfach irgendwie eine Wand. Kann ich überhaupt mal aufhören, seine ganzen Freunde irgendwie zu beschwören? Ich weiß, dass Felix immer meint, next time bring your friends, aber er muss es nicht so wörtlich nehmen. Ja, das Xenoblade-Loch ist schon ein tiefes, das stimmt. Das kann ich verstehen. Oh, Manuela kommt auf mich zu. Mhm. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Hattest du eine gute Verteidigung? Resistent? Sie hat keine Resistenz, okay. Das heißt, Byleth kann sich hier mal einmal kümmern. Wunderschön. Byleth mit den Fesseln von Dromi stelle ich mir auch hart vor. So. Ja, du hast keine Resistenz. Habe ich irgendwas, was noch besser trifft? Nicht wirklich. Na gut. I hate to have to kill someone I know, but I have no choice. Sorry, Jan. So, the Silver Maiden will be my last stage. You know, that's not too bad. Ich hätte sie verschonen dürfen können, glaube ich, aber nein. Professor Manuela. At least we have stopped the reinforcements. Selber schuld. Aber um noch mal kurz auf neue Projekte zurückzukommen. Nein, ich werde kein Hollow Knight machen, sobald Fire Emblem vorbei ist. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich nochmal Hollow Knight spielen sollte. Also, wobei, Hollow Knight geht halt immer, aber ich wüsste nicht, warum ich es nochmal im Stream spielen sollte. Aber Splatoon! Splatatatata! Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was ich machen möchte, ob jetzt Singleplayer oder, also Multiplayer natürlich auf jeden Fall, aber ob jetzt irgendwie, ne, Multiplayer oder Salmon Run oder Singleplayer oder so, aber irgendwas würde ich schon gerne machen. Das Splatoon macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Das Problem ist, Splatoon wäre auch sowas, was ich dann privat auch wieder ein bisschen spielen möchte, halt einfach abends so ein bisschen online oder so. Ne? Was soll ich denn noch alles aktuell spielen? Ich habe immer noch zwei Routen Fire Emblem Warriors offen.
Und Xenoblade habe ich irgendwie noch 3 Trillionen Stunden wahrscheinlich offen. Und das Otome-Spiel von Leo habe ich noch offen, das meiste davon. Und dann noch Splatoon. Und dann kommt ja bald auch noch Pokémon. So. Hä? Mache ich irgendwie was falsch in meinem Leben oder wieso kriege ich da nicht alles untergebracht? Ich überlege gerade, aber wenn Pokémon dann rausgekommen ist, ne? Kommt danach noch irgendwas? Ist irgendwas angekündigt, so für Anfang 23 oder so? Oder habe ich dann erstmal Zeit, alles abzuarbeiten? Ich wüsste es jetzt gerade gar nicht. Pokémon Gen 10, nein! Nee, aber ich... Glaube ich spontan? Keine Ahnung. Ah ja, da haben wir jetzt noch den Kollegen. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich mal hier wieder vorarbeiten, weil es kommt ja keine Verstärkung mehr. Keine Ahnung, ist schon für 23 irgendwas angekündigt? Also ich glaube hier, Breath of the Wild 2 soll ja gegebenenfalls 23 kommen, aber da ist ja noch nichts zu bekannt. Und das würde ich halt wahrscheinlich bei Jan einfach wieder mitgucken. Aber ansonsten... Silksong. Ja, stimmt. Wird wahrscheinlich auch 23 dann kommen. Da muss ich mir auch mal überlegen, was ich damit machen möchte. Also spielen möchte ich es natürlich auf jeden Fall, aber... Ne? Metroid Prime 4. Ja gut, das würde ich sowieso nicht spielen, also reden wir da nicht drüber. Da kommen wir immer noch mehr Verstärkung. Hubert, bitte. Junge. Ist jetzt langsam dann auch mal wieder gut. Pokémon-Legenden irgendwas. Ich meine, sie können gerne noch mal ein Pokémon-Legenden-Spiel machen. Vielleicht diesmal etwas hübscher. Ich möchte nicht die Pixel zählen können, wenn mein Pokéball ins Wasser fällt. Aber so vom Prinzip her, why not? Ansonsten, gut, Trails interessiert mich halt nicht, deswegen freut mich natürlich für die Leute, die sich drauf freuen, aber das wäre jetzt nicht, was auf meiner Liste landen würde. Also habe ich wieder mehr Zeit, meinem Backlog abzuarbeiten. Persona 5 kommt irgendwie im Oktober, glaube ich, für die Switch, aber das wäre ja auch nichts, was ich nochmal spielen würde. Da habe ich ja schon genug Zeit reingesteckt. Aber ja, ich wollte auch Persona 3 irgendwann nochmal spielen. Aber wann? So, wie ist denn das jetzt hier? Die stehen plötzlich alle vor meiner Tür. Wie schön. Das heißt, wir fangen einfach mal hier an mit den Charakteren, die sich nicht sneaky reinschleichen und wieder gehen können. So. Dann kommt Ash hier dran. Das ist gut. Das ist so praktisch, wenn Charaktere so eine hohe Reichweite haben oder sich halt wirklich nochmal bewegen können danach. Ach ja, was übrigens auch noch Ende dieses Jahres kommt, das interessiert wahrscheinlich nicht sonderlich viele Leute, aber ich erwähne es trotzdem mal. Ist Ys 8 für die PS5. Kommt, glaube ich, jetzt auch für die Switch oder ist für die Switch gekommen. Gibt es ja auch schon wesentlich länger für die PlayStation 4. Kommt aber tatsächlich jetzt dieses Jahr für die PS5 mit einer richtig geilen Special Edition. Habe ich Jan direkt angedreht. Also ich wollte die Special Edition und dann habe ich Jan das Spiel angedreht. So. Annette, du kannst doch bestimmt mal kurz dich darum kümmern. Also ich habe das tatsächlich, glaube ich, fast nie, dass ich so viele Spiele habe, dass ich nicht weiß, was ich spielen soll. 1, 2, 3, 4. Mhm. Aber aktuell ist es echt extrem.
weil halt auch einfach viel rausgekommen ist, ne? Alleine halt Fire Emblem Warriors, aber auch Xenoblade 3 nehmen halt extrem viel Zeit in Anspruch. In Splatoon kann man auch jede Menge Zeit reinstecken, ne? So, jetzt ist da nur noch Hubert, ne, mit 52. Ich glaube sogar, dass Yuri die beste... Nee, Ingrid da hinten hat die beste Resistenz. 52 und du hattest 33 Resistenz, ne? Das heißt, wir stellen dich dann mal rein. Beziehungsweise Beilef hat, glaube ich, auch genauso viel Resistenz, aber gut. So. Orion Road is a crucial asset to the Empire. You will not pry from our grasp. Hast du dich mal umgeguckt? Not quite. Oh, es hat Mercy noch mitgetroffen. Wie frech. Aber jetzt ist auf jeden Fall der Weg frei. Guten Tag. Ja, also dieses Jahr, alleine, dass du, das kann man jetzt auch negativ auffassen, aber allein, dass du halt Anfang des Jahres ein großes Pokémon-Spiel hattest und jetzt Ende des Jahres noch eins. Ne, Kirby kam ja zum Beispiel auch noch im Frühjahr raus. Und dann, wie gesagt, jetzt mit Splatoon was kommt, Xenoblade natürlich, Fire Emblem Warriors, Bayonetta kommt ja auch noch dieses Jahr, Bayonetta 3, glaube ich, ne? Das ist schon einiges und ich habe jetzt wahrscheinlich noch jede Menge Sachen vergessen. Horizon kam doch auch dieses Jahr, oder? Forbidden West? So. Wahrscheinlich kann ich... Hubert, nein! Mach nicht diesen! Du hast keine Verteidigung. Dementsprechend müssten wir dich mal physisch angreifen. That's as far as I go. I'll withdraw. For now. Oh mein Gott, Alex, ich habe Elden Ring legitim vergessen. Scheiße, Mann. Stimmt, es kam auch dieses Jahr. The Empire troops are withdrawing. This is it. We failed to get Hubert, but at least we have recaptured Orion Road. Let's clean up the wreckage and return to Garrick Mach. Well done, everyone. The day is ours. Nice. Hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Das hätte halt auch ein storyrelevanter Punkt sein können, weil es so eine wichtige Festung ist. Ist es, glaube ich, auch entweder auf anderen Routen oder in Free Hopes oder irgendwo. Aber hey. Oh, die blauen Löwenritter, die kann ich aber, glaube ich, gar nicht tragen, weil Dimitri, glaube ich, Autorität auf B oder so hat. Aber hey, auch gut. Oh, it's you. Erschöpft? I think all of this work is just catching up with me. Just pretend that yawn never happened. By the way, I wanted to thank you for your help with the Orion Road campaign the other day. You were exceptional. Your leadership was key in taking back Orion Road safely. Ohne die anderen wäre es nicht gegangen. Indeed, everyone gave their all for victory. I am always being saved by those around me, it seems. It seems that after taking back Orion Road, many things are changing within the kingdom. Specifically, the lesser lords of the lands surrounding Orion Road have pledged vassalage to the kingdom. The knights they possess may now be added to the kingdom's army. And if that happens, I would like to leave them in your capable hands. Also, my apologies. Here I am, simply throwing one report after another at you. Übertreibst du es nicht? Perhaps. It is certainly true that I have been stuck in my quarters lately, dealing with more official business and other such tasks than ever before. But that is something I have been putting off for far too long. Though it is exhausting, filling in the blanks of 5 years and several months must be done. I am going to tackle them all, one at a time.
That is one small part of my atonement. So, Professor, I have been doing all of the talking, but I assume you came here for a reason. Wir sollten feiern. A victory celebration, you say? You know, this reminds me of that time I dragged you to the dining hall. Do you recall? Leider ja. If memory serves, that was after the mock battle between the houses. It was a wonderful time. We had just finished our mission, and we were invited to join in the celebration. You know, every once in a while, I do long to be part of the group as well. But do you think that it is really acceptable for someone like me to quietly join in the merriment? Du machst dir zu viele Gedanken, fühle ich. You really think so? Well, if you insist. Thank you, Professor. Now then, let's go. Together. Yay. Das hat doch gut geklappt. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr machen, aber ich wollte wirklich nur die Sidequest machen. Ich glaube, leveln müssen wir auch nicht zwingend. Wenn ich es privat spielen würde, würde ich es vielleicht machen, weiß ich nicht, aber ich glaube, an der Stelle nicht unbedingt notwendig. Ich fand das übrigens sehr witzig, nebenbei den Chat zu lesen, dass Alex' Verhältnis zu Elden Ring wie so eine gescheiterte Beziehung ist. Aber ich kann das tatsächlich nachvollziehen, wenn du dich halt wirklich total auf ein Spiel freust und richtig hyped bist und es dann einfach einem nicht gefällt. Das ist schon, da musst du schon erstmal drüber hinwegkommen. Ich hatte das zum Beispiel, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber als ich damals Fire Emblem Fates gespielt habe, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat unterm Strich, und ich danach richtig Bock hatte, mehr Fire Emblem zu spielen, aber das war ja das letzte Fire Emblem-Spiel, was es halt zu dem Zeitpunkt gab, das neueste, und danach kamen dann hier Echoes raus. Und ich wusste, dass es halt ein bisschen anders ist oder so, aber ich war richtig hyped, weil ich voll in diesem Fire Emblem-Fieber drin war. Ihr wisst alle, wie das ausgegangen ist, ne? Ich hasse Fire Emblem Echoes. Das ist dann, da muss man sich halt mental erstmal wieder von erholen, tatsächlich. Und ich hatte es auch im kleineren Ausmaß teilweise. Wieder sehr nischig, aber trotzdem. Ys 8 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Ich finde, Ys 8 ist, es macht so viel Spaß und ich liebe das Erkunden in dem Spiel vor allen Dingen. Die Charaktere sind geil, die Story ist geil. Aber das, was mich halt am meisten gepackt hat, ist einfach das Erkunden in dem Spiel. Und dementsprechend habe ich mich mega auf Ys 9 gefreut. Und Ys 9 macht auch alle Punkte eigentlich genauso gut, denke ich. Außer das Erkunden. Das Erkunden ist in dem Spiel absolut nicht mehr relevant. Und das hat mir so wehgetan, weil das mein absolut liebster Punkt an Ys 8 war. Und sie haben es in Ys 9 eigentlich komplett gestrichen irgendwie. Beziehungsweise sehr runtergefahren. Und das hat mich sehr tief getroffen. Deswegen kann ich das halt echt verstehen. Immer. So, was hatten wir denn jetzt? Yuri hat Schwert gelevelt. Ash hat den Bogen auf S. Nice. Und Dedu hat seine Axt auf A+ gelevelt, denke ich. Gut. Ach so, wir haben ja sogar noch einen Tag übrig. Aber ich denke, wir müssen auch nicht mehr kämpfen oder vorbereiten oder sonst irgendwie. Wie kann man sich ein JRPG ohne Erkundung vorstellen? Sagen wir anders. Ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen. Ys 8 kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie Xenoblade. Du hast halt super viele Gebiete, die du halt nach und nach erkunden kannst, Gegner schnetzeln und so weiter und so fort. Ys 9 hat diese Erkundungspassagen auch, aber auf einer sehr viel kleineren Fläche. Also du hast halt... ja... eine sehr große Zeit... wirklich nur ein Gebiet gefühlt, in dem du erkundest. Du bist halt sehr eingeschränkt anfangs. Das wird irgendwann besser, aber es ist halt eine ganze Zeit lang, ist der Fokus einfach anders gesetzt. Und das hat mir persönlich halt nicht so zugesagt. Ja, das war so lustig. Ich habe dann Ys 9 abgebrochen, weil mir das Erkunden einfach gefehlt hat, also in der Form, und mich das echt traurig gemacht hat und ich mich einfach nicht dazu motivieren konnte, dann hat Jan das gespielt. Jan fand's gut. Jan hat aber auch keinen Vergleichswert gehabt, natürlich. Deswegen spielt jetzt Jan dann, wenn es für die PS5 kommt, noch Ys 8 und dann... War das noch im September auch? Irgendwann. Und dann mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Nee, aber Ys 9, ich habe mich da irgendwann so durchgequält, weil mir das im Herzen wehgetan hat, dass ich so wenig erkunden durfte und gefühlt
Also spätestens an dem Punkt, wo man, wie gesagt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ne? Aber so, normalerweise JRPG so, ja, geh da und da hin und klatscht den Boss und so. Und dann IS-9 hat mir legitim die Hauptmission gegeben. Geh zum Amt und gib deine Dokumente ab. In dem Moment war es für mich vorbei, so. So, hä? Nee, du. Nee, du. Hab ich nicht gefühlt. Hab ich einfach, also ist kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Ich habe Jan dann ja auch ein bisschen zugeguckt, als er das dann gespielt hat, aber hat mich nicht abgeholt. So. Anna, unsere liebste Seminardame. Aber ist halt natürlich immer auch Geschmackssache, ne? Ganz klar. Growth sustains me. Oh, der Nahkonto. Ja, gut. Für ihn wahrscheinlich nicht so relevant, aber gut. Okay, dann sind wir jetzt wieder hier angekommen. Unterstützung haben wir tatsächlich keine mehr freigeschaltet. Das ist auch ganz gut. Wir haben ja auch fast die meisten Supports. Dann können wir hier auf jeden Fall Pause machen. Und dann beim nächsten Mal gucken, ob wir den Golden Deer-Leuten ein bisschen helfen können. Also ich denke, so fürs nächste Mal auf jeden Fall die Hauptmission. Und vielleicht dann sogar tatsächlich direkt den kompletten nächsten Monat, weil wir ja keine Supports mehr haben. Die fallen ja dann weg. Vielleicht haben wir dann ja auch wirklich Zeit, zwei Hauptmissionen zu machen. Mal gucken, ne? Je nachdem, wie es zeitlich so passt. Wir sind jetzt ja, glaube ich, in Kapitel 19 aktuell. Ich glaube, das haben wir gerade beim Speichern auch gesehen. Ja, Kapitel 19. Ich bin hier irgendwie nicht so gut mit den Kapitelnummern. Das heißt, wir können beim nächsten Mal Kapitel 19 abschließen mit der Mission genau bei Daedrius oder wie Roman das ausspricht. Und wie gesagt, wenn es klappt, eventuell auch dann Kapitel 20. Aber mal gucken, ne? Je nachdem kann ich immer ganz schlecht einschätzen, wie viele Szenen dazwischen noch so kommen. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein.